Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einem neuen Newsticker auf dem Kanal Das Leben Living Alanya. So, dann fangen wir mal an mit der ersten Nachricht und zwar von heute Morgen 10 Uhr. Da habe ich gelesen, dass in Antalya ein neuer Medienmarkt eröffnet hat. Das ist die vierte Filiale in Antalya. Europas größter Elektromarkt hat am vergangenen Freitag in Antalya seine vierte Filiale eröffnet. Sie befindet sich im Einkaufszentrum 5M Migros. Mit ihren Verkaufserfolgen trotz die Kette in der Türkei in allen Fronten der Corona-Pandemie. In der Corona-Ära wurden die Online-Verkäufe vervierfacht. Türkeiweit wurden drei neue Märkte eröffnet und die gesamte Zahl der Märkte stieg jetzt nun auf 81. Die Elektromarkette hegt im laufenden Jahr weitere Expansionspläne. Insgesamt sollen in diesem Jahr 10 Märkte neu hinzukommen. Der Antalya-Markt ist die erste Investition des laufenden Jahres. Die Zahl der Filialen in Antalya stieg somit auf 4. Das ist die erste Meldung. Die zweite kommt von Marius. Auch von mir ein herzliches Hallo. So, dann kommen wir mal wieder zu Immobilien. Und zwar die Immobilienverkaufspreise in Alanya stiegen um 49%. Das ist also die Schlagzeile. Nach Angaben der Immobilienbewertungs- und Standortanalysenplattform der neuen Generation Endesca.com stiegen die Verkaufswerte in den Sommerferienorten im letzten Jahr zwischen 32% und 62%, während die Mieten zwischenzeitlich von 7% bis 37% stiegen. Das Tourismusparadies Alanya belegt den ersten Platz in der Liste mit einem Anstieg von 49%. Moment. Den Daten zufolge stiegen die Verkaufspreise für Wohnimmobilien in Alanya im letzten Jahr, ja, wie gesagt, um 49%. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Wohnimmobilien betrug 4.485 türkische Lira pro Quadratmeter. Der durchschnittliche Immobilienpreis 538.000 türkische Lira. Und die Erwartung eines Anstiegs des Verkaufspreises danach nach sechs Monaten in Alanya 6%. Der höchste Anstieg ist in Fethiye zu verzeichnen. Nach Angaben von Endesca sind die Hausverkaufspreise in Fethiye im letzten Jahr um 62% gestiegen, während die durchschnittliche Verkaufspreis von Wohnquadratmetern 5.620 Lira beträgt. Der durchschnittliche Hauspreis 786.000 Lira wird erwartet. Dass der Hausverkaufspreis in Fethiye nach 6 Monaten um 6% steigen wird. Die Verkaufspreise für Wohnimmobilien in Bodrum sind im letzten Jahr um 49% gestiegen. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Wohnimmobilien beträgt Quadratmeterpreis 9.715 Lira. Der durchschnittliche Immobilienpreis beträgt 1.340.000 Lira, während die Erwartung eines Anstiegs des Verkaufspreises in Bodrum 6 Monate später um 7% steigen soll. Prognose. Ja, ist schon heftig, ne? Kann man so sagen. So, jetzt machen wir eine kleine Pause mit den Nachrichten. Und zwar wollen wir jetzt wieder einen kleinen Einspieler machen von unseren Außenreportern aus der Türkei.
Wir haben wieder ein kleines Filmchen zusammengestellt, das wir euch jetzt präsentieren wollen. Dafür werde ich wieder umschalten und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Filmchen. Ja, nochmal schönes Panorama. Wie gesagt, und da wird alles zugepflastert hier, alles. So weit wie es geht, versuchen sie reinzubauen. Markante Punkte, das seht ihr selber. Kennt man ja noch. Wie gesagt, hier sind noch die letzten Bananen. Mal gucken, wann die noch wegkommen. Na ja, wir fahren mal weiter. Tja, wie du siehst, Ralf, mal kann nicht langweilig werden. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg hier unten. Denkst du denn, wie viele hier noch rumrennen und verseucht werden, auch von der Jenny? Und na, guckt euch mal das Lager an hier. Ja. Erbärmlich, ne? Aber aufräumen tue ich hier nicht. Ja, wie gesagt, da ist der Fluss, aber der hat jetzt so wenig Wasser. Normal ist da schon mal ein guter Meter drin. Der zieht sich und läuft nachher da ins Meer rein. Aber jetzt ist gerade wieder die Sonne, so ein bisschen doof. Ja. Wie du siehst, alles voll im Auto. Immer Hundefutter drin. Und Wasser muss man immer bei. Ja, und wie gesagt, hier auch in Kargitschak haben sie auch ein neues Fischrestaurant gemacht. Also war letztes Jahr schon, aber haben sie neu überdacht. Haben wir auch schon Essen, gar nicht schlecht. Aber wie man sieht, das ist auch neu, neben der Shell-Tankstelle. Und jetzt fahren wir gleich Richtung Hotel. Und hier rechte Seite natürlich auch schon wieder alles zugepflastert. Also ihr kennt das ja nicht mehr wieder hier. So, jetzt sind wir unten am Lumos Hotel von der Seite. Und wie gesagt, wieder Baustellen ohne Ende, Leute. Hier geht's richtig ab. Die Häuser hier, die ihr da seht, sind auch alle neu hier an dem kleinen Flüsschen. Das sind auch 1, 2, 3 Komplexe. Dann hier wird wahrscheinlich auch fertiggestellt, so im, naja, 4 Monaten ist das auch fertig hier. Und das hört einfach nicht auf. Hier Betonwischer, die verdienen sich hier, wie gesagt, doof und dämlich. So, jetzt sind wir erst im ersten Sechstel, sagt man so schön, von Kargitschak. Wir sind immer noch weit, weit weg von Mahmudla. Wir kommen hier auf der linken Seite, auch schon fertiggestellt, neue. Ja, wie heißt es? Prestige Residenz. Residenz. Oh, wie gesagt, die Feldwege sind hier sehr hoppelig. Ah, da kommen schon die nächsten zwei. Ja, dann haben sie hier neue. Jetzt können wir mal links fahren. Moment. Rechts kommt der nächste. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. So, jetzt fahren wir praktisch runter zu unserem Dorf, also was höher noch. Gebaut wieder. Jede Menge Einfamilienhäuser. Und wie gesagt, Bananen noch hier ohne Ende. Fragt sich nur, ne, wie lange noch. Weiß ich nicht. Hier ist natürlich, hier kann man auch wohnen, hier gibt es Villen auch zur Miete, teilweise natürlich Eigentum. Das Ocean View, falls es einen interessiert. 4. Naja, ist ein bisschen holprig, aber wie gesagt, ist ja auch ein Video aus dem Auto gemacht. Überall, wo die Haufen liegen, was passiert da wohl? Es wird gebaut. Jetzt bauen sie schon hier in den kleinen Zwischenräumen nach oben. Ja, da ist ja schon der Dings Beton. Schon da, ist schon Baumaterial. Ja.
Aber für die Kinder haben sie immer noch schöne Spielplätze hier. Da fahren die nächsten Bananen. Das Feld kommt auch weg. Das stimmt. Leider Gottes. Schon sind wir etwas oberhalb von Kagicak. Wie gesagt, hier sind die kleineren Häuschen. Einen kleinen Eindruck kann man jetzt schlecht sehen beim Fahren. Das Auto kommt. Das haben sie neu renoviert. Oh, dann kommt schon, wie gesagt, hier ist Toprak. Wird den einen oder anderen auch was sagen. Große Anlage, stand auch erst oder gut anderthalb Jahre. Moment, jetzt halte ich mal kurz an und dann mache ich mal unsere Baustelle hier. Unsere Baustelle. Steige ich mal eben aus. Wie gesagt, den Rest schneide ich weg, wenn ich hier mal rumwackel, aber ich will jetzt nicht stoppen. Moment, so. Kennt ja die Malis auch noch hier. Ne, vom Material reingesetzt hat hier. Wie gesagt, hier waren auch, bis vor einem halben Jahr waren hier noch Felder. Dann haben sie hier praktisch alles weggebaggert. Und dann kommen praktisch hier drei große Wohnkomplexe. Ne, ähnlich wie da vorne. So, hallo, da sind wir wieder. Ja, wir hoffen, euch hat der kleine Einspieler gefallen. Dann mache ich weiter mit den Nachrichten oder den Newstickern. Und zwar gab es wieder einen schweren Verkehrsunfall. Und zwar im Stadtteil von Alanya. Dort ist ein Fahrzeug mit 5 Personen und 2 Touristen besetzt. Eine 50 Meter hohe Klippe hinabgestürzt. Dabei wurden die Insassen sehr schwer verletzt. Die wurden also in den zuständigen Krankenhäusern verteilt. Dann wollen wir hoffen, dass es ihnen bald besser geht und keiner davon gestorben ist. Dann gebe ich noch mal weiter an Marius. Hier ist noch was Interessantes, und zwar das Hotel Asteria Kremlin Palace legt mit CW Energie den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft. Das Asteria Kremlin Palace, der den Kreml-Palast, eines der berühmtesten Bauwerke der Welt, mit seiner außergewöhnlichen Architektur nach Antalya verlegte, begann mit dem von CW Energy abgeschlossenen Projekt, seine Energie von der Sonne zu beziehen. Hat mit Hilfe von fortschrittlicher Technologie in der Branche dauerhafte Lösungen für den Energiebedarf eines Investors hergestellt und hat im Asteria Kremlin Palace ein Solarkraftwerk, GSE, errichtet. Im Rahmen der Investition wurde auf dem Dach des Hotels eine 834 Kilowatt Solarkraftwerk installiert. Die Anlage wird ungefähr 1.135.000 Kilowatt Strom pro Jahr erzeugen. Das Hotel wird einen erheblichen Teil seiner Energie aus der Sonne beziehen, wodurch jährlich 681.000 Kilogramm Kohlendioxid vermieden und mindestens 103 Bäume gerettet werden. Ja, schöne Sache, würde ich mal sagen. Wenn das, sag ich mal, Schule macht, gerade in den Tourismusbereich. Zur Nachahmung empfohlen, ja. Dann können wir da vieles einsparen. Ja, wir haben jetzt noch das Wetter für euch. Das Drei-Tage-Wetter habe ich mir mal rausgesucht für Samstag, Sonntag und Montag. Heute sollen es 18 Grad Tagestemperatur und 11 Grad Nachttemperatur werden. 0% Niederschlag und 11 Sonnenstunden. Der Sonntag fängt genauso schön an, auch wieder mit 17 Grad über Tag, 11 Grad in der Nacht, Niederschlagsrisiko 10% und Sonnenstunden von 11. Und der Montag ist dann leicht bewölkt mit einer Tagestemperatur von 16 Grad, 11 Grad in der Nacht, Niederschlagsrisiko ist bei 15% und bei 6 Sonnenstunden.
Dann habe ich noch den türkischen Lira-Kurs von heute Mittag, 13 Uhr. Da betrug der für 1 Euro, bekam man 8,96 türkische Lira. Ja, dann würden wir vielleicht zum Abschluss, ich meine, ihr werdet es ja wissen, aber trotzdem wollen wir es nochmal erwähnen. Die Gastronomie in Alanya öffnet jetzt doch nicht zum 1. März, da die Zahlen noch zu hoch sind. Und die Einreise in die Türkei, da wurde der negative Corona-Test verlängert, also der Nachweis eines negativen Corona-Tests nicht älter als 72 Stunden, vorläufig erstmal bis zum 31. März. Bei der Einreise, ja. Bei der Einreise und bei der Ausreise darf der Test nicht älter als 48 Stunden sein. Ja. Dann hoffen wir mal, dass die Zahlen schön sinken in Antalya, die Impfung weiter fortschreitet. In Alanya. Und in Alanya natürlich auch, ja. Im Bezirk oder in der Provinz Antalya. Ja. Und dass wir dann mal wieder schnell in unsere zweite Heimat kommen. Dann wünschen wir euch was. Habt noch einen angenehmen Samstag, einen schönen Sonntag. Und vielleicht hören wir uns ja Sonntagabend um 19 Uhr im Live-Chat. Bis dann. Okay, tschüss. Macht's gut, danke. Tschüss.